Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit, Pilates-Zeit, und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir gehen heute an die Beine. Das heißt, wir trainieren die Beinmuskulatur, wir gehen in die tiefliegende Muskulatur, wir gehen in die Core-Muskulatur. Es wird vielleicht ein bisschen anstrengend an der einen oder anderen Stelle, aber ich weiß, dass du Spaß haben wirst. Deswegen schnapp dir die Matte und dann geht's sofort los. Wir starten in einer tiefen Hocke, und zwar habe ich mir einen Block geholt, um die Fersen zu erhöhen. Du kannst auch zwei Blöcke nebeneinander platzieren, falls du einen breiteren Stand brauchst, und dann kommst du in eine tiefe Hocke nach unten. Und dann komm zunächst einmal in die Pilates-Atmung, atme in die Flanken nach hinten ein, und wenn du ausatmest, fahren die Rippen, der unterste Rippenbogen zueinander, der Bauchnabel fährt nach innen und oben. Mach das noch zweimal. Einatmen in die Flanken nach außen und hauchend ausatmen. Hab das Gefühl, dass wenn du ausatmest, dass die Wirbelsäule immer länger wächst. Ein letztes Mal, tiefe ein und aus. Dann atmest du in die Flanken ein. Mit der Ausatmung nimm die Arme über den Kopf und verlängere die Arme oder verlängere deine Wirbelsäule über die Arme. Senk die Arme wieder ab, atme ein und heb die Arme. Ausatmen. Noch einmal. Senk die Arme, atme ein. Und streck die Arme lang nach oben, atme aus. Und jetzt wirst du die Beine strecken und die Arme senken mit der Einatmung. Einatmen, streck die Beine, wachse nach oben. Mit der Ausatmung setz dich zurück. Core-Stabilität, ganz langsam ausatmen, komm wieder tief. Das machen wir 10-mal. Einatmen, in die Streckung, ausatmen. Komm tief, verlängere die Arme, halte die Core-Stabilität. Wieder einatmen. Nummer 3. Nummer 4. Einatmen, strecken. Ganz lang im Oberkörper, die Arme als Verlängerung des Oberkörpers, wenn du tief kommst. Einatmen, wachse durch die Decke, ausatmen. Nummer 7. Und auch wenn langsam die Beine ein bisschen müde werden, bleib dabei, ganz stabil in der Körpermitte, ganz langsam absenken. Ein und wieder aus. Nummer 9. Und noch einmal. Die Beine strecken. Sehr gut gemacht. Öffne die Füße hüftbreit und dann ein bisschen weiter noch als hüftbreit. Schau, dass die Zehenspitzen nach außen zeigen und dann beugst du deine Knie. Nimm die Hände an die Hüfte. Saug den Nabel ein wenig nach innen. Halte die Core-Stabilität. Entspann die Schultern. Und jetzt drückst du mit der Ausatmung die Knie ein wenig nach außen, als würdest du auf die Kleinzehseite drücken wollen. Atme aus. Entspannen ein und wieder aus. Ein und aus. Sodass du wirklich die tiefliegende Gesäßmuskulatur aktivierst. Und man sieht die Bewegung vielleicht gar nicht, aber habe wirklich das Gefühl, jemand hat die Hände hier an der Außenseite vom Knie, will sie reindrücken und du wehrst dich, du drückst dagegen. Und aus. Und nochmal. Und nochmal. Und 7. Und nochmal. Und noch 2. Und das letzte. Und dann streckst du die Beine und schüttel die Beine einen Moment aus.
Jetzt wirst du im Wechsel immer auf die Zehenspitze gehen. Das heißt, du gehst nochmal hier in den weiten Stand. Mit der Ausatmung hebe deine rechte Ferse und feder einmal. Ein die Ferse wieder ab und aus. Und genau das gleiche Prinzip. Du schiebst die Knie auseinander. Aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und Runde 3. Und ein. Und 3. Und ein. Und Runde 4. Schieb die Knie weit auseinander. Und 4. Runde 5. Aus. Und aus. Ganz aufrecht bleiben. Chor ist stabil. Runde 7. Und 8. 8. Und Runde 9. 9. Sehr gut. Und 9. Und die letzte Runde schaffst du. Schieb die Knie nochmal weit auseinander. Und weit auseinander. Sehr gut. Dann komm wieder mittig. Und dann wechselst du immer. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. 6. 7. 8. Ein bisschen Fußarbeit, 9. Und die letzte Runde, 10. Sehr gut, streck die Beine, schüttel die Beine ein wenig aus und dann gehen wir in Lunges. Das heißt, leg den Block ruhig weg und dann hab einen hüftbreiten Stand und stell deinen linken Fuß ein bisschen nach hinten. Und jetzt wirst du beide Knie in einem rechten Winkel anwinkeln. Ganz wichtig ist hier die Core-Stabilität, dass du jetzt nicht hier krumm und schief bist. Ja? Hüftknochen, Rippenbogen sind in einer Linie. Du atmest vorbereitend ein. Mit der Ausatmung bringst du das hintere Knie tief. Ziehst die Bauchdecke nach innen. Beim Einatmen streckst du wieder ein bisschen das vordere Bein. Ausatmen, hinteres Bein geht tief. Ganz stabil in der Körpermitte. Und wieder hoch. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Sehr gut. Wachs über die Krone deines Kopfes nach oben. Ich glaube Nummer 8. 8. Stell dir vor, du hast Bockohren. 9. Du wirst nach oben Richtung Decke gezogen. Und letztes Mal. 10. Sehr gut. Bleib in der Position. Leg den Oberkörper ein bisschen nach vorne. Jetzt geht die Belastung mehr in dein Standbein. Verlängere jetzt, verlagere das Gewicht ruhig auf dein Standbein und verlängere den Oberkörper mit dem hinteren Bein in einer Linie. Atme hier tief ein und mit der Ausatmung ziehst du das hintere Bein weit ran, streckst dein Standbein. Einatmen, mit der Ausatmung jetzt nach hinten stellen. Ausatmen, in einer Linie. Einatmen, du ziehst nach oben Richtung Decke wie eine Marionette, hebst dich, ausatmen, beug dein Standbein, streck das Spielbein weit zurück. Einatmen und aus. Weit zurück und ein. Und aus. Wieder hoch. Ausatmen zurück. Streck wirklich dein Standbein, während du das andere Knie ranziehst. Und Nummer 8. Ranziehen. Nummer 9. In die Verlängerung. Schön dabei. Und letztes Mal ranziehen.
Und in die Verlängerung ganz, 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 ganz lang machen. Bring deine Hände nach unten zum Boden. Immer noch auf dem Standbein rechts. Und jetzt hebst du das hintere Bein hoch. Und einatmen, langsam absenken. Ausatmen, hoch. Und einatmen, langsam absenken. Nochmal, ausatmen. Verlängere jetzt das Bein mit deinem Oberkörper. Du kannst den Oberkörper auch gern ein bisschen tiefer nehmen. Ein, wieder ab. Und du merkst jetzt das Gesäß rechts. Vier. Ein langer Rücken, stabiler Core. Drück das Knie von deinem Standbein ein wenig nach außen. Lass es nicht nach innen brechen. Und aus. Und Nummer 7. Und Nummer 8. Und Nummer 9. Du schaffst das. Bleib dabei. Und den letzten noch. Komm, heb das Bein. Und jetzt beugst du das Spielbein hinten und bringst dich in einen Sitz, in einen Drehsitz. Das ist jetzt eine Dehnung für dein Standbein. Und twiste dich einmal zur rechten Seite, ganz lang in der Wirbelsäule. Und dann wechseln wir die Seiten. Ohne die Füße großartig zu verändern, dreh dich auf, steh auf und stell dann deinen linken Fuß nach vorne. Dein rechtes Bein ist jetzt hinten, das Spielbein. Halte den Core ganz stabil und erstmal in die Lunges. Das heißt, finde erstmal einen schönen Winkel. Wenn du jetzt ausatmest, senk das hintere Knie ab, halte die Core-Stabilität aus. Und ein. Und tief kommen. Aus. Und ein. Und wieder. Und aus. Nummer 5. Und 9. Letztes Mal aus. Und strecken. Verlagere das Gewicht nach vorne. Streck das hintere Bein lang aus. Verlängere jetzt die Arme nach vorne in die Diagonale, dass du wirklich eine Diagonale hast. Das ist die Ausatmung. Ich möchte, dass du den Core stabil hältst, dass du hier nicht einbrichst irgendwie, dass du ganz stabil in einer Linie, als würde ein Pfeil durch dich fahren, von der Fußspitze bis zur Fingerspitze, durch die Wirbelsäule durch, von hier. Einatmen, zieh das hintere Bein ran, streck dein Standbein, ausatmen, in die Diagonale. Einatmen, ranziehen, Standbein ist gestreckt, ausatmen, in die Diagonale, wieder einatmen, ranziehen und aus, ganz lang, einatmen und aus, nochmal, ganz kontrollierte Bewegungen. Und ich glaube, Nummer 6. Und aus. Nummer 7. Nummer 8. Und 9. Bleib dabei. Letztes Mal. Ein. Und mit der Ausatmung. Komm mit dem Oberkörper
tief. Wir gehen jetzt ins Standbein, in die Gesäßmuskulatur. Mach den Rücken so lang wie möglich. Heb das hintere Bein. Aus. Einatmen, absetzen. Ausatmen, heben. Und einatmen. Langer Rücken. Es verläuft immer noch ein Pfeil von der Fußspitze bis zum Scheitelpunkt deines Kopfes. Und aus. Vier. Und ein. Und fünf. Und ein. Und das brennt jetzt im Gesäß. Und sechs. Und ein. Und sieben. Und ein. Und acht. Und ein. Du schaffst das. Und neun. Mach, bleib dabei. Und die letzte. Komm, bleib dabei. Zehn. Ein. Jetzt bring das hintere Knie runter zur Ferse. Komm in den Drehsitz. Ah, herrlich. Drehsitz nach links. Lang im Rücken. Sehr gut. Und dann drehst du dich langsam auf. In einen weiten Stand. Lass den Oberkörper tief kommen. Wandere einmal zu deinem rechten Bein und zieh dich so ein bisschen zum rechten Bein. Halte das Becken möglichst gerade. Und dann wandere langsam über die Mitte rüber zum linken Bein. Und versuch da auch die Hüfte möglichst gerade zu halten. Und dann drehst du dich zu deinem rechten Bein und bringst deine Knie nach unten zum Boden. Für die nächste Übung empfehle ich dir, deine Matte doppelt zu falten, damit die Matte einfach weicher unter der Kniescheibe ist, damit du keine Schmerzen unter deinem Knie hast. Und wir gehen jetzt an die Beinrückseite. Zunächst einmal bring das Becken nach vorne, sodass dein unterster Rippenbogen und dein Hüftknochen in einer Linie verlaufen. Und das ist so... so ein bisschen wie zwei Halbkugeln, die übereinander sind, dass wir keine Verschiebung haben der halben Kugel, sondern dass die wirklich genau übereinander sitzen. Der Rippenbogen und das Becken. Und dann halte die Position, spür mit dem Daumen zum Rippenbogen, mit dem Mittelfinger zum Hüftknochen und stell dir vor, dass du wie eine Marionette an der Decke hängst, dass du ganz nach oben wächst. Die Knie sind hüftbreit. Die Füße sind ein bisschen enger. Dann atmest du tief ein. Mit der Ausatmung zieh deine rechte Ferse zum Gesäß, ohne im Becken zu kippen. Halte das Becken, halte die Core-Stabilität. Ein, abtippen und dann das linke Bein. Aus. Ein, wenn das zu empfindlich unter den Knien ist, falte die Matte ruhig noch dicker. Ein und aus. Ein und aus. Ein und Runde 4. Und aus. Ein und aus. Runde 5. Und aus. Ein und aus. Und Nummer 6. Ganz stabil in der Körpermitte. 7. 7, 8, halte das Becken, 8 und 9, 9 und letzte Runde, 10 und 10, genau. Und dann setzt du den Oberkörper, setzt du das Becken ein wenig nach hinten, hältst das Becken in der Position,
Atmest tief ein und mit der Ausatmung nimm die Arme in die Diagonale. Dann machst du große Armcircles über außen. Achte darauf, dass der Rippenbogen nicht aufbricht. Halte den Rippenbogen in einer Linie. Setz dich noch 2 Zentimeter tiefer. Knie sind weiter, Füße berühren sich. Ausatmen, über außen, nimm die Arme nach oben. Weit einer. Mit der Ausatmung über die Seite. Nach oben, ganz große Armcircles. Einatmen und ausatmen. Sehr gut. Einatmen, weit, 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 weit. Ganz lange Wirbelsäule. Halte die Core-Stabilität. Ausatmen. Verlängere dich vom Steißbein bis zu den Fingerspitzen. Einatmen, ganz lange Arme. Ausatmen. Und nochmal. Und aus. Und nochmal. Und aus. Wir machen es noch 2-mal. Einatmen. Und ausatmen. Und letztes Mal. Und aus. Und jetzt in Swimming. Ein. Und aus, aus, aus. Und ein. Aus, aus, aus. Und wieder ein. Aus, aus, aus. Nummer 4, ein und aus, aus, aus. Nummer 5, ein und aus, aus, aus. Core-Stabilität, ein, aus, aus, aus. Nummer 7, ein, aus, aus, aus. Und 8, ein, aus, aus, aus. Nummer 9, ein, aus, aus, aus. Letztes Mal, ein, aus, aus, aus. Zieh die Arme ganz lang nochmal raus. Mit der Ausatmung setz dich zurück und runde den Rücken in Shell Stretch. Und dann bring dich in einen Seitstütz. Dazu weite erstmal die Matte wieder aus. Stell deine rechte Hand auf. Stell dein linkes Knie so ein bisschen angeschrägt auf. Schau, dass du wirklich aufgestützt auf der rechten Hand bist. Die linke Hand an die Hüfte. Tief einatmen, mit der Ausatmung heb dein linkes Bein aus. Ein, ab. 10 Wiederholungen. 2. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Und 5. Und Nummer 6. Und 7. 8. 9. Und 10. Bring das Knie zum anderen, wechsel die Seiten. Stell die linke Hand auf, streck das rechte Bein aus, hab die rechte Hand an der Hüfte, verlagere wirklich die Schulter übers Handgelenk. Atme tief ein mit der Ausatmung. Heben. Und 2. Und stark in der Körpermitte. Ein letztes Mal. Beug das Knie und komm dann über die Seite in ein Liegen. Zieh das untere Bein ein wenig nach vorne in die Ecke deiner Matte. Stütze dich vor der Bauchdecke auf. Leg den Kopf ab. Wenn du eine Unterstützung unterm Kopf brauchst, kannst du dir deinen Block sozusagen unter den Kopf legen. Dann verläuft er in einer Linie. Und dann hebst du das obere linke Bein vom unteren Bein ab und schiebst die Fußsohle zur Wand neben dir. Jetzt bringst du das Bein nach vorne und tippst einmal ab, hebst das Bein wieder. Nach hinten, einatmen, hebst das Bein nach vorne, tippst das Bein unten ab. Ausatmen nach hinten, tippst es ab, nach vorne,
Ab. Und der Atem wechselt. Im Schwung aus. Ein letztes Mal. Bring das Bein zurück und wechsel die Seiten. Komm über die Seite nach oben, schwing deine Füße rum, nimm den Block mit, wenn du ihn wieder unter deinem Kopf haben möchtest. Und streck dich lang aus. Der untere Fuß in die Ecke, das obere Bein schiebst du weit weg. Stütze wieder die Körpermitte. Im Schwung das Bein ausatmen. Runde 5. Und 8. Ganz kontrolliert in der Körpermitte bleiben. Nummer 9, ganz lang das Bein strecken. Und die letzte Wiederholung, du schaffst es auf jeden Fall. Ganz lang, zieh, 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 zieh. Tipp hinten nochmal an, heb das Bein. Sehr gut gemacht. Zieh beide Knie so ein bisschen zu dir ran und roll dich dann in die Rückenlage. Für die Leg Circles. Wenn du merkst, dass der Kopf bei dir gerne nach hinten wegknickt, kannst du gerne den Kopf auf dem Block lassen. Oder vielleicht ein kleines, flaches Handtuch unter den Kopf legen. Streck dein linkes Bein am Boden lang aus, mach es super lang und streck das rechte Bein nach oben. Jetzt stell dir vor, es ist ein Faden um den Großzeh gewickelt und jemand zieht deinen Fuß, dein Bein lang nach oben Richtung Decke. Nimm die Arme in ein V über dich und wenn du merkst, dass du in ein starkes Hohlkreuz brichst, dann nimm die Arme lieber wieder runter und halte die Körpermitte so stabil wie möglich. Wenn du in einem V bist, bleib da und jetzt malst du kleine Kreise. Vielleicht hast du auch Deckenstrahler über dir und jetzt umrandest du diese Deckenstrahler, malst kleine Kreise, erst im Uhrzeigersinn. Wenn du jetzt gegen den Uhrzeigersinn angefangen hast, macht das auch nichts. 10 Kreise in die eine Richtung. Das linke ausgestreckte Bein bleibt super lang. Kleine Leg Circles. Ganz kleine Leg Circles. Letzten 2. Aus. Und ein. Ein super lang gestrecktes Bein. Es ist wie aus Gummiband, dein Bein. Dann wechselst du die Richtung. 10 gegen den Uhrzeigersinn. Ganz lange Wirbelsäule, super lange Arme, super langes ausgestrecktes Bein. Ganz starke Körpermitte. Stell dir vor, das Bein ist wirklich aus einem Gummiband und jemand zieht dich nach oben Richtung Decke. Und zieh. Und zieh. Ich glaube noch 3. Aus. Und aus. Und
aus. Sehr gut. Zieh beide Knie zu dir ran und schau, welche Veränderung es rechts und links gemacht hat. Dann streckst du dein rechtes Bein am Boden aus. Super lang. Stell dir, helf dir wirklich mit den Bildern, als wärst du eingespannt. Der Fuß zieht nach vorne und dann nimmst du dein linkes Bein wie ein Gummiband. Zieht jemand das Bein nach oben Richtung Decke. Nimm die Arme gern wieder in ein V. Und dann malst du gegen den Uhrzeigersinn. Aus. Sodass du nach außen drehst. Und aus. Sehr gut. Heb die Mundwinkel. Aus. Und es ist so schön, die Körpermitte zu spüren. Und die Beinmuskulatur zu spüren. Und fünf. Und Nummer 6. Immer wieder in jeder Ausatmung. Hab das Gefühl, du streckst noch ein bisschen mehr. Und Nummer 7. Und Nummer 8. Lass auch die Halswirbelsäule lang. Und Nummer 9. Ich weiß, es brennt. Und Nummer 10. Lang strecken. Wechsel die Richtung. Andere Richtung. Aus. Und aus. Und nochmal. Aus. Nummer 4. Super lange Wirbelsäule von Kopf bis Fuß. 5. Du machst das super gut. Nummer 6. Bleib dabei. Und 7. Zieh das Bein. Stell dir vor, es ist ein Gummiband und jemand zieht es. Nummer 8. Du bist komplett ein Gummiband und man kann dich auseinanderziehen. Und Nummer 9, glaube ich. Ein letztes Mal. Und Nummer 10, zieh, 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 zieh. Und dann beide Knie hast du ganz super gemacht. Kreise so ein bisschen über den unteren Rücken. Und dann roll dich einmal nach oben und komm in die Bauchlage. Kannst dich auch einfach umdrehen für die letzte Übung. Die Froggies in der Bauchlage. Ein bisschen die Gesäßmuskulatur. Nimm die Knie auseinander, bring die Fersen aneinander. Atme tief ein. Mit der Ausatmung heb die Beine, zieh die Knie zusammen. Einatmen, Knie auseinander. Ausatmen, die Knie heben und zusammendrücken. Öffnen. Und ausatmen. Stark in der Körpermitte. Nummer 7. Ganz stark. Presst die Knie aneinander. Schieb die Krone deines Kopfes ganz weit nach vorne für die letzten 2. Letzte Wiederholung. Ganz stark. Und jetzt streck die Beine aus, ganz lang. Drück die Füße aneinander. Schieb die Krone deines Kopfes ganz weit nach vorne. Halte, halte, halte. Und dann entspann und schaukel ein wenig. Mit dem Becken von rechts nach links. Leg gerne ein Ohr ab, spür rein, wie fühlt es sich an. Und dann leg das andere Ohr ab. Spür auch hier noch mal kurz rein. Und dann schieb dich zurück in ein Päckchen. Bleib ruhig noch für ein paar Momente im Päckchen, wenn dir danach ist. War eine super Stunde. Genieß den Muskelkater. Und das ist eine Stunde, die man gerne immer mal in der Woche einbauen kann. Lass es mich super gerne wissen, wie es dir gefallen hat, wie es dir so ergeht. Wenn du Wünsche hast, ich freue mich immer ganz doll von euch zu hören. Bye bye.